Bei britischen Verhältnissen stellen wir Ihnen nun ein Auto vor, das eine Wiedergeburt feiert, den neuen Vitara. Wir testen für Sie die Benzinversion mit 120 PS und beginnen im leichten Gelände. Seit März gibt es ihn wieder zu kaufen, den komplett neuen Vitara von Suzuki. Optisch kommt er ganz schön dominant auf uns zu. Mit seinem auch der Aerodynamik zuträglichen gerundeten und reichlich bestückten Kühlergrill, der relativ flachen Seitenansicht und dem kompletten Heck. Und was sagt der Suzuki-Chef zum neuen Vitara? Na, wir sind sehr, sehr zufrieden. Also der neue Vitara hat am österreichischen Markt wirklich sensationell eingeschlagen. Wir freuen uns über den Verkaufserfolg und ich kann nur sagen, wir sind voller Begeisterung, inklusive unserer Händler. Welches Allradsystem hat der neue Vitara? Es handelt sich dabei um das Suzuki All-Grip-System, das dem S-Cross-System sehr, sehr ähnlich ist, nur weiterentwickelt wurde. Wir haben hier die verschiedensten Modi, die sich dem jeweiligen Untergrund anpassen und man kann den kompletten 4WD-Strang auch sperren. Speziell die reifere Jugend schwört immer mehr auf SUV. Es sind aber viele Leute dabei, die das nur lieben, weil sie bequem einsteigen können. Gibt es auch eine 4x2-Version? Es gibt natürlich auch eine 4x2-Version, das ist ganz klar. Also die Einstiegsmodelle sowohl beim Benziner als auch beim Diesel verfügen über eine 2WD-Variante und eine 4WD-Variante. Bei Suzuki geht es ja bergauf und bergab, aber nur im Gelände. Wenn man einen steileren Berg hinunterfährt, muss man sich da unheimlich anstrengen, den richtigen Gang zu erwischen und haben Sie da eine Art Bergabfahrkontrolle? Dieses Allradsystem verfügt auch über eine Bergabfahrhilfe. Das heißt also, die Geschwindigkeit wird automatisch reduziert, wenn man in einem kleinen Gang nach unten fährt. Die Bullen, das Eishockey-Team, ist ja Meister geworden. Sie sponsern das mit ihrer Marke. Hat Suzuki den Red Bulls echte Flügel verliehen? Naja, mag so sein. Wir hoffen es jedenfalls, dass unser Kooperationspartner, der EC Red Bull, mit uns sehr zufrieden ist und das glaube ich auch. Wir sind jetzt 2 Jahre dabei und haben unsere Kooperation um weitere 2 Jahre verlängert. Aber nun zum Fahren. Auch hier setzt sich der positive Eindruck fort und man hat nach der Einstellung der passenden Sitz-, Lenkrad-, Spiegel- oder Gurtposition schnell ein angenehmes Gefühl der Sicherheit. Seine 120 PS reichen hier wie da aus, um angemessen voranzukommen. An dieser Stelle sei erwähnt, dass der Suzuki Vitara als erstes SUV seiner Klasse beim Euro NCAP-Test in allen 4 Testkategorien die Höchstnote 5 erreichen konnte. Übrigens, der Einstiegspreis in der 4x2-Version beginnt bei 17.990 Euro, ein echt günstiger SUV. Der neue Vitara ist ein Hit unter den Softgeländewagen, Untersetzungsgetriebe hat er keines mehr. Trotzdem, der permanente Allrad bewirkt auch bei schlechtem Terrain seine Stärken. Aber wenn es auch keine Untersetzung mehr gibt, der Vitara ist und bleibt ein Offroader.